Ihr möchtet also ein Brot aus Jägermeister. Na, hoffentlich darf ich das überhaupt hier posten und das wird nicht. Naja, wenn du das Video gerade sehen kannst, dann ist das ja schon mal ein gutes Zeichen. Den Jägermeister musste ich erst kaufen und war das teuer. Ich trinke ja gar keinen Alkohol, deswegen kenne ich mich da wirklich gar nicht aus. Und das könnte auch der Grund dafür sein, warum ich dann einmal von diesem Brot abbeißen werde und dann komplett betrunken bin. Vielleicht auch, weil ich die halbe Flasche ins Brot geschüttet habe, aber man braucht ja auch so viel Flüssigkeit und dann sind da einfach 35% Alkohol drin. Aber ein Teil davon soll beim Backen ja verdampfen. Naja, nach 4 Stunden war das Brot fertig und sagen wir mal so, es war total widerlich. Aber meine Oma steht total auf so ein Kräuterzeug und sie fand das Brot tatsächlich lecker. Also falls sie mich heute Abend irgendwann lallend anruft, dann weiß ich Bescheid.